Russland-Sanktionen sowohl von der EU, aber auch von Großbritannien. Die Lufthansa gründet wohl nächste Woche vielleicht eine neue Fluggesellschaft. Und dann gab es wieder eine Aktion von den, ich nenne sie einfach mal Nasenbären, mit Luftballons am Flughafen in Berlin, München und Frankfurt. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach die Glocke anmachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Das nennt sich Abonnierbefehl. Dann unten kommentieren und ganz, ganz wichtig, ein Like dalassen, damit wir dem Algorithmus von YouTube zeigen, dass wir relevant sind. Das erste Thema ist, Großbritannien hat ein Einreiseverbot für russische Fluggesellschaften erlassen. Das heißt also, die Aeroflot darf nicht mehr reinfliegen. Das war die erste Reaktion gegen russische Fluggesellschaften aufgrund des Einmarschs in der Ukraine. Und die Russen werden damit richtig getroffen. Man muss jetzt aber auch sagen, dass sowas natürlich dann reziprok auch zurückschlägt. Warum? Ganz einfach. Dadurch, dass natürlich Großbritannien keinen Einflug mehr gewährt für russische Fluggesellschaften oder geschweige denn eine Landung erlaubt, muss man halt in Großbritannien auch damit Sanktionen rechnen, dass man nicht mehr über Russland fliegen darf, was natürlich aufgrund der Länge des Landes und der Größe und der Fläche wesentlich mehr Probleme bereitet. Zum Beispiel auf Wegen nach China oder irgendwohin nach Asien, wie zum Beispiel nach Japan. Aber wie gesagt, man sagt ganz einfach, das richtet sich gegen russische Eliten, Firmen und Finanzinstitutionen, so die Regierung in London. Und damit will man auch die Russlands nationale Fluggesellschaft aus dem britischen Luftraum verbannen, das ist Aeroflot. Also damit ist das eine gezielte Sanktion, die sich gegen eine russische Fluggesellschaft richtet. 57,3% hat der russische Staat an Anteilen an der Aeroflot. Ansonsten auch ganz, ganz wichtig ist, das sagte auch Boris Johnson, unser Auftrag ist klar, diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und letztendlich auch militärisch muss diese abscheuliche und barbarische Unterfangen von Wladimir Putin scheitern. Und die Luftfahrtbehörde Rosavia, immer schwierig auszusprechen, hat natürlich auf die Verbannung von Aeroflot reagiert und hat damit halt ganz einfach gesagt, dass man nicht in den russischen Luftraum rein darf. Und man teilt einfach mit, dass am 25. Februar, das ist ja quasi heute, 70 Transitflüge, zwei auf der Strecke von London-Moskau durchgeführt werden sollten. Also insofern kann man davon ganz klar ausgehen, dass das jetzt, wenn die EU das machen würde, auch bei der EU so machen, so passieren würde. Das Verbot gilt nicht nur für Flüge nach Russland, sondern halt, wie gesagt, für den Luftraum. Und das ist natürlich in dem Fall von Russland wesentlich problematischer als für England, weil da müssen die Leute ja quasi gar nicht durchfliegen. Dann hat die EU natürlich auch reagiert, hat dann das Verbot von Export von Jets und Teilen an russischen Airlines infolge des russischen Großangriffs erlassen. Das heißt also, Airbus namentlich kann keine Flugzeugteile, aber auch keine Flugzeuge mehr ausliefern. Und das ist halt ein Schlag für die Aeroflot, für die S7 und so Konsorten, die natürlich auch westliche Flugzeuge haben. Außerdem hat man sich halt verständigt, dass nicht nur die Flugzeuge, sondern auch das Equipment und Ersatzteile nicht mehr geliefert werden. Und damit muss man dann halt jetzt einfach sagen, damit ist in Russland natürlich jetzt eine gewisse Flugsicherheit nicht mehr gegeben. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt auch den europäischen Luftraum sperrt für russische Flugzeuge. Man hat ja die Einreise von gewissen russischen Personen schon in der EU verboten. Also insofern finde ich das spannend, was man da jetzt macht. Mit Augenmaß, es ist auch erschreckend. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet, ob ihr dieses englische Modell in irgendeiner Art und Weise präferiert oder ob ihr sagt, das europäische Modell, wo wir halt die Ersatzteile nicht mehr liefern. Und wir sehen ja zum Beispiel einem Land wie dem Iran, der ja trotzdem noch westliche Flugzeuge fliegt, zwar altersschwach auf der Brust, aber
die haben ja auch keine Möglichkeiten. Oder man hat dann halt alte, ausrangierte Flugzeuge dann sogar von der Bundesregierung da bekommen oder Lufthansa auch, die man da dann weiter benutzt. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist, aber schreibt es unten in die Kommentare rein. Ein weiterer Weg, der mir Fragen aufzeigt, ist der Weg, wie die Lufthansa mit seinen Pilotinnen und Piloten umgeht. Man möchte ganz einfach eine neue Fluggesellschaft gründen, um die Kosten zu drücken. So ist es richtig. Und deshalb möchte man einfach die Europa, also die Cont-Strecke und die Intercont-Strecke, das sind die Langstreckenflüge, trennen. Und damit muss man halt einfach schauen, ob man damit einen Dauerpart aus dem Weg geht. Denn der Konzern und die Vereinigung Cockpit zum Beispiel, die diskutieren ja an einem geheimen Ort. Und der Konzern hat auch vor den Gesprächen Kündigungen ausgeschlossen, ein neues AOC. Und das ist das Zertifikat, was man braucht, um eine Fluggesellschaft zu betreiben. Das hat man nicht in irgendeiner Art und Weise verneint. Also insofern, wir sehen den Trend ja auch zum Beispiel bei der SAS. Die SAS hat ja die SAS Link, SAS Connect gemacht. Dann hat man das bei der Eurowings gemacht, dass man von Österreich nach Malta geht. Also man versucht alles zu tun, um Kosten zu reduzieren und den teuren Tarifverträgen den Garaus zu machen. Ja, Kostensenkung, Jobsicherheit, Flottenzusage, sind die Themen, die von der Pilotenvereinigung mit der Lufthansa besprochen wird, ist halt sehr, sehr breit. Und man hat auch irgendwie so ein bisschen da Druck. Warum? Ganz einfach, weil die aktuelle Regelung läuft jetzt Ende März aus. Das heißt also, das ist nicht mehr lange. Der Februar ist ja fast vorbei am Sonntag. Und dann hat man nochmal ein paar Tage, 4 Wochen und ein bisschen, um das die Kuh vom Eis zu bekommen. Und man muss halt alle sagen, dass alles auf den Tisch kommen soll. Auch der Tagungsort ist halt geheim. Es soll sogar ein Mediator dabei sein, weil man eher miteinander nicht so positiv umgegangen ist. Und man hat ja auch im Januar Kündigungen von Kapitänen im Kerntarifbereich bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings ausgeschlossen. Warum? Ganz einfach, weil die Piloten brauchen, das ist ja ganz klar, ne? Aber man möchte halt bei Lufthansa Cargo den Personalüberhang mit einem Freiwilligenprogramm entschärfen. Und das Hauptproblem, was die Lufthansa halt hat, ist eine Kostenforderung von 25-30%, die Lufthansa gesenkt haben möchte, um in ihren Augen weiter da ja wettbewerbsfähig zu sein. Dafür hat man im Dezember den PVV-Tarif gekündigt. Das war, dass man mindestens 325 Flugzeuge da beredert. Aber wie gesagt, wenn man jetzt für die europäischen Flüge, also die Con-Flüge, eigene AOCs für Lufthansa macht, und das hat die Süddeutsche Zeitung herausgefunden, möchte man da quasi mit der, ist das eine Brechstange, ist das mit dem Kuhfuß, also wirklich auf jeden Fall mit Druck eine neue Kostenstruktur durchsetzen. Und damit wäre das für die innerdeutschen, innereuropäischen Flüge ab Frankfurt, ab München das Szenario. Und ich weiß nicht, ob so etwas eine gute Sache ist, wenn man das Personal wieder trennt und versucht, da nochmal kleinteiliger zu werden und so weiter. Schwierige Sache. Also ich glaube einfach, dass die Piloten im Vergleich zu den Kabinenpersonal noch relativ privilegiert sind. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Wer eine Insider-Information hat, kann uns da natürlich auch gerne informieren. Wir haben auch zu dem Thema Sicherheitskontrollen Personal auch Insider-Informationen bekommen. War ein cooler Talk. Dank dir dafür. Du weißt, wer gemeint ist. Also, wie gesagt, kommt gleich. Kommt gleich ist jetzt. Und zwar die Streiks am Flughafen in Düsseldorf. Und zwar ist ein großer Teil der Flüge gestrichen worden heute. Die Passagiere haben halt wirklich ein Riesenproblem gehabt, weil man das Handgepäck auf ein Minimum reduzieren musste, um die Kontrollen zu beschleunigen. Man muss wahrscheinlich deshalb auch einen Teil der geplanten Flüge einfach stornieren. Am Morgen fielen 80 Abflüge aus. Die Verdi, die für die Luftsicherheitsbereiche zuständig ist, sie hat ja schon in Köln-Bonn zum Streik aufgerufen, aber da war ja eher die Resonanz so ein bisschen verhalten.
So ist das dann am Freitag zwischen 3 Uhr morgens und Mitternacht die Arbeit niedergelegt oder aufgerufen worden, niederzulegen. Betroffen von dem Warnstreik ist die Fluggastkontrolle, der Rollstuhlservice und die Personal- und Warenkontrolle. Warum machen wir das? Weil man in der Luftsicherheitsbranche einen Tarifstreit hat. Und es geht natürlich um die Erhöhung der Entgelte, genauso wie bei der Lufthansa es nicht um Erhöhung geht, sondern um Reduzierung. Die Piloten wollen Erhöhung haben, aber die Lufthansa will Reduzierung haben, also ein ganz anderes Thema. Und man konnte keine Einigung erzielen. Und wenn man überlegt, dass man für 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen BDLS verhandelt, dann ist das schon krass. Und man hat ja eigentlich 280 Flugbewegungen mit 26.700 Passagieren in Düsseldorf am Start gehabt. Und wenn 80 schon ausgefallen sind, dann könnt ihr ja selber ausrechnen, wie es ist. Des Weiteren gab es diesen Streik auch in Frankfurt. Das heißt also, man hat auch in Frankfurt zu Warnstreiks aufgerufen und die Frachtkontrolle und Flugzeugbewegungen tätig sein sollten am Flughafen Freitag früh die Arbeit niederlegen. Und um 6 Uhr sollte es beginnen und um 6 Uhr morgen am Samstag soll es dann einfach enden. Ja, für die 25.000 Mitarbeiter ist das natürlich ein Riesenproblem. Man sagt ganz einfach, dass das Angebot in keinster Weise die Preisentwicklung irgendwie widerspiegelt und auch Nullermonat beinhaltet. Und der Verhandlungsführer Wolfgang Pieper hatte das gesagt. Man will am 1. oder am 2. und oder am 2. März in Berlin fortsetzen. Und man möchte eine Lohnerhöhung von mindestens 1 Euro pro Stunde, hatte ich ja schon gesagt. Und dann sollen die Gehälter bei der Gepäck- und Personalkontrolle auf das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle angehoben werden. Und man möchte natürlich auch den Lohn haben im Osten und im Westen in selbigen. Also das ist da nicht richtig. Jetzt hatte ich noch einen Call genau zu dem Thema. Was hatte ich euch eben angedroht? Die Kollegen verdienen 19,01 Euro Tariflohn zuzüglich Spät-, Nacht- und Sonn- und Feiertagszuschlägen. Wenn man sich also überlegt, dass das ein Beruf ist, der ja, ist ja kein Lehrberuf im klassischen Sinne, für den man irgendetwas können müsste, um das jetzt provokativ zu formulieren. Das ist natürlich ein Job, der, ich nenne es mal, scheiße ist. Aber da ist 19,01 Euro schon relativ viel, plus Spät-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge. Also insofern weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Also ihr solltet da einfach mal nochmal dran denken, dass ihr an der Sicherheitskontrolle lieb und nett seid. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, wenn die Leute schon so viel Geld bekommen. Also schwierig, sehr, sehr schwierig, da was zu sagen. Auch hier wieder für euch die Möglichkeit, unten zu kommentieren und was dazu zu sagen. Das letzte Thema heute, das ist die letzte Generation. Ja, das sind die Freunde, die sich letztens am Flughafen BER oder auch in Frankfurt am Asphalt festgeklebt haben oder wer in Berlin wohnt, die dann auf der Autobahn irgendwo auf dem A100er Ring waren. Und da gab es heute die Möglichkeit, etwas besonders Dummes zu tun in meinen Augen. Sie wollten Luftballons, die sie bei sich hatten, in Selchow, das ist ein Dorf in der Gemeinde Schönefeld, in die Luft steigen lassen, um den Flugverkehr zu stören. Und das ist etwas, was in meinen Augen zu gefährlich ist, weil wenn man die Luftballons sieht, das ist ja ein riesen Meer an Luftballons gewesen. Das finde ich nicht in Ordnung. Gott sei Dank sind sie aufgefallen. Es gab da eine Festnahme. Es wird kriminalpolizeiliche Maßnahmen geben, weil es ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr ist. Ich glaube, hier an dieser Stelle muss man der Ehrlichkeit halber sagen, gut so. Weil wenn man sich an der Straße festklebt, ist das anscheinend jetzt nicht so wirklich ein Problem. Aber ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, das ist krass. Und die gleichen Aktionen waren halt in Frankfurt und München geplant. Hatte man ja auch irgendwie sogar per Pressemitteilung angemeldet. Aber es gab keine Einschränkung des Flugverkehrs, weil man rechtzeitig die Kontrollen gemacht hat. Und weil man auch irgendwie jetzt bei diesen Forderungen, Essen retten Gesetz, so heißt es, kann ich den Zusammenhang auch mit dem Luftverkehr jetzt nicht wirklich erkennen. Da sollte man sich vor den Ethiker des Vertrauens setzen oder Rewe oder wie die ganzen Buden heißen und soll dagegen das Wegschmeißen protestieren. Das ist in meinen Augen komplett richtig. Essen wegschmeißen geht gar nicht. Aber den Luftverkehr stören geht noch weniger. Also insofern,
nicht mehr machen. Also hier mein Aufruf auch von dem Festkleben. Alles doof, alles dumm, aber Luftballons noch dümmer. Also insofern tut es nicht. Alle, die bis hierher geschaut haben, noch natürlich von mir ein Danke, dass ihr es getan habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem unten zu kommentieren und uns ein Like dazulassen. Heute bei der Ausgabe, die wir hatten, das war Folge 56. Wir robben uns langsam auf die 60 vor. 100 kommt auch irgendwann. Ich halte durch. Danke dafür. Auch danke dafür, dass ihr mir gestern per WhatsApp oder auch unter den Kommentaren neue Themen genannt hattet, die euch interessieren. Da werden wir mal schauen, wie wir das in einem neuen Format unterbringen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch zu wünschen, heute am Freitag einen schönen Freitag. Stay safe und ich freue mich. Bis bald oder bis morgen bei Frequent Traveler TV Takeoff.